Und damit recht herzlich willkommen zu zurück zum Assassin's Creed Revelations. Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Oh. Weiter geht es. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Sieh zu. Assassinen! Hilfe! Und ja, wir gehen weiter. Das war mal ein schönes Attentat. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie, die Galata-Feste. Evett, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide, Raskele. Heide, Raskele. Heide. Ah, shit. Oh. Das Fragment nehme ich doch mal ganz mit. Zu viel. Den nächsten. Vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Aber, naja, was aber? Es gibt kein Aber. Und yalla. 150. Bune Bühe, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorort zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. In der Defensive. Mal gucken, ob wir mit unserer Taktik das auch gut hinbekommen. Ach ja. Okay. Verteidigen will. Platziert euch dort. Verteidigt das für mich. Zielt darauf. Ach. RB. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Ach.
Ihr müsst diese Stellung halten. Jo. Jetzt werden wir hier eine schöne Mauer errichten. Zielt dahin. Ach so, das war das, okay. Verteidigt das Gebiet. Okay, Assassinenanführer. Platziert euch dort. Wir haben hier momentan genügend. Aber wir sollen hier noch den hier hinstellen. Sichert diese Stellung. Und wir machen hier jetzt noch die nächste hin. Kanone. Jetzt aber erstmal hier bei der Barrikade. Platziert euch dort. Verteidigt das für mich. So. Die nächste Barrikade, die wir jetzt hier noch hinmachen. War mit der Moral. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Wie süß. Okay, jetzt kommen sie mit dem Rambock. Ja, ist ja gut. Okay.
Na, das kommt schon. Ach, geht doch. Ah, damit haben wir das geschafft. Ja, wie üblich eigentlich. Eine Gesamt 76%, 6 Minuten Dauer. Neue Einheit Luftattentäter. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wir gehen jetzt hier weiter im Programm. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Halitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Na komm, machen wir später. Jetzt braucht Yusuf erstmal die Hilfe und also die Hilfe des Mentors. Ah, der Mentor der Ezio Auditore da Firenze. Das war sehr. Nee, macht euch das Spaß? Ja, macht es. Wir sind jetzt hier am Halitsch. Am goldenen Hahn. Der illegalen Miliz, der Bewahrer von Byzanz, umgehend zu melden. Sieht gefährlich aus, nicht? Was macht ihr denn da? Und wir sind hier. In der Offensive. So lautet unsere nächste Mission. Ezio, begrüßt meine neuen Freunde. Ach, die. Bleibt ihn in die Ecke. Okay. Als kennt ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Fersan nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, Se. Hem de Fall, Tashigibi. Glaubt mir. Nachher diese Anspielungen mit den türkischen. Ist schon geil. Es ist schon nicht schlecht gemacht. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Habe ich noch alle Zähne? Eine Bombe oder so. Was war das? Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir borgen sie uns von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Der Mann, der redet einfach zu viel.
Was für eine Lache, Alten! Ah. Oh, Leute, was könnte ich denn eigentlich noch so anzusprechen? Nun, ihr. Macht mich stolz. Da gehen sie. Schnell, wir sind fast da. Ein kleiner Schatz. Tut mir leid, der ist wichtig. Eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist, zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Ja, warte. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet, dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Du diesen Mantel? Tausend Dank, mein Freund. Bleib stand. Gehst mir jetzt auf den Sack gerade. Ja, ein Mörder, und wie nennt ihr die? Der hat mich zuerst angegriffen. Oh, den Hauptmann. Soll ich aber erstmal plündern? 13 Aktien. Jetzt! Auf! Los! Ein Zimmer für das Volk.
Ah. Und wir machen uns jetzt hier nach oben. Ach, Yusuf, schön, dass du da bist. Guckst du zu, hast du schon alles schön gesehen? Und wir zünden es an. Ja, ne? Und radabum. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85%. Ist es ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Boah, ich brauche einen Drink. Tja, sie brauchen einen Drink. 16? Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Ja, Freunde. Stellen Sie sich nah, Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Hm. Interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als sie jünger waren. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Ja, Leute, das war's jetzt aber auch hier von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns bei dem nächsten Part von Assassin's Creed wieder. Bis dahin, macht es gut und cheerio.